Und da sind wir wieder bei Let's Play StarCraft 2 im Archon-Modus. Als Hoffentlich. Zerg, ja, hoffentlich, stimmt, ja. Nun, wir sind Platin 3, Rang 11. Letzte Folge einmal auf die Fresse gekriegt und einmal gewonnen, glaube ich. Oder zweimal auf die Fresse gekriegt und einmal gewonnen, irgendwie so. Auf jeden Zweimal Fall. verloren, ja. Ja, auf jeden Fall ist unser Win-Lose immer noch recht gut. Kann man so sagen. Glaube ich, jedenfalls. Ja. 15 Spiele. Nee, warte mal. 15 Spiele, 9 Siege. Ja, doch, das geht. Das ist schon eine sehr gute Quote. Ja, wobei waren ja auch Match, also war ja auch Platzierungsspiele mal. Oh, tatsächlich Archon, das ist ja ein Ding. Yay. Ja, Wenn stimmt, wir das hatten dann ja überraschen muss. letztes Mal wieder, dass wir dann ein Eichhorn-Spiel und zwei 2v2s irgendwie hatten. Ist halt auch echt eine schlechte Quote, ja. Für den Eichhorn-Modus schon, ja. Ja. Das Gegen war jetzt ein bisschen. Protoss. Also das letzte 2v2-Protoss hat uns ja ordentlich auseinandergenommen. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall ein wenig. Ich glaube, wir müssen den Protoss echt Ich glaube, wenn. einfach mehr Ultras. Ja, bin ja am Ende auf Ultras gegangen, als ich gemerkt habe, dass wir einen Fehler gemacht haben. Also Aber das war dann halt viel zu langwierig. Eichhorns grillen halt so Light Army halt einfach komplett weg. Also so Mutas und Linge werden halt einfach komplett zerberstet. Das ist Ja, gerade halt. Mutas ist natürlich ganz schlimm. So. Ich zwack mir gleich mal irgendwie mit Drohne ab und geh mal scouten, Ja, ne? mach das. So. Hängt. Warum hängt das? Ich will nicht, dass es hängt. Okay, es liegt schon mal am Gegner, das ist schon mal gut. Ja. Nun. Ach, Leute. Aha, irgendein Russe. Was wie? Och, nee. Und dann Bestimmt so auch eine die. Strategie, einfach den Gegner durch Leck dazu zu zwingen, dass er Unsinn macht. Ich wollte gerade sagen, wie gewinnen Russen? Durch Leck. Nun. Boah. Leck. Ja, jetzt ist mal gut hier. Aha, da kommt eine genische Zond in unser Lager. Ja, ich habe es gesehen. Dead Zond, ne? Ja, mal alles ausleuchten. Ja. Ach, Leute. Möge er schneller kurbeln. Wenn der rausfliegt, was glaubst du, macht der andere? Bleibt er drin oder geht er raus? Cannon Rush. Also der fliegt, glaube ich. Ich denke nämlich auch, dass der rausfliegt. Ja. Ja. Oh, er bleibt drin. Das ist interessant. Noch. Ja, das ist korrekt. Was hat die Sondierung ergeben? Erstmal Standard alles. Na dann. Also, Pylon, Warpknoten, glaube ich, ist das. Die Zond steht unten. Ich weiß. Schick Also einfach ein jetzt paar macht Linge, gerade dann nichts. schick einfach ein paar Linge, dann gehen wir rein. Das glaube ich. Okay. Und vielleicht Echsen. Haben wir ein bisschen Vorteil. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Alles klar.
Ja, wir machen jetzt einfach gleich ein Go. Er äxt auch. Na, genau, ein paar Linge wäre nicht schlecht. Ja. Wir sollten jetzt kommen. Speed ist ungefähr bei der Hälfte. Der drückt da die Linge durch. Jawohl. Brauch mehr Larven! Ach, verdammt, und das Supply. Das Supply hätte man vielleicht vorher bauen sollen. Ach ja. Okay, er hat einen Hitzer. Ich glaube, Cope hat es da eben dahin gerafft. Ja. So, da kommt das Supply. Ich kann mal mit Steam bauen. Ja, was soll er Aber machen, dann ne? Speed durch. Ja. Ich will, was soll er machen mit einem Hetzer in der Base? Ein Hetzer gegen 20 Dinge. Ja. Jo. Ach, die haben Platzierungsmatches gemacht. Na dann. Moment mal. Niedrigstes MMR der Ligastaffel 3106, höchstes 3200, aktuell 3200. Ja, Aha. wir sind auch, also der Balken für MMR ist voll bei uns. Schön. Okay, ne, dieser Neon war Platin-Liga, der andere war Silber-Liga. Ja, nun. Okay, zwei neue und wieder Oh, Eichhörner. Zerg. Boah. Okay, dass der ein Liquid im Namen hat, gefällt mir nicht. Ja. Ah, die sind, glaube ich, übel. Ah, ZVZ ist immer knackig. ZVZ ist immer. Ja. Spine in der Base und fertig. Ich war mal eben auf dem Smile. Ach, geht gar nicht, wenn ich noch. Ach, mal prüfen. Never mind. Nun. Okay, die nehmen direkt eine Base. Nein. Moment. Ah doch, ich dachte, aber ich dachte erst, ich hätte. Okay, die haben. Ja, die haben Base, Pool und Gas. Ja. Aber nur ein Gas. Ich glaube. Da müssen wir schnell mit Linge rein, sonst ist da gleich das Licht aus. Würde ich jetzt mal spekulieren. Weiß nicht. Vielleicht sollen wir auch drohen. Wir bauen auch mal eine Ex, okay? Na gut. Aber wir bauen die Exe hinten.
Hey, wieso haben die die Echse vorne gebaut? Warte mal, ich flieg mal mit dem Overlord kurz nach hinten. Nicht, dass die drei Hedge gespielt haben. Das wäre übel. Ja, aber dann hätten sie jetzt halt gerade überhaupt keine Minerals. Ja. Das wäre gar nicht. Wenn das so wäre, dann Weil die müssen wir nicht hätten. angreifen. Also ich verstehe gerade nicht, warum die die Hedge vorne gebaut haben, weil die hinten ja einen Safe Spot haben eigentlich. Vielleicht haben sie das gar nicht gesehen und dann wussten das nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich brauche jetzt trotzdem Dinge. Ja. Vielleicht sollten wir auch trotzdem hingreifen. Weil jetzt haben wir. Sonst sind wir jetzt ein Nachteil gerade. Mach einfach doch Drohnen jetzt schon mal zusätzlich, dass du gleich direkt saturieren kannst. Okay. Also mach hier einfach so viele. Ja, mach hier einfach so viele wie geht und dann. Da kam. Da. Achso, Overlord. Ja, ist ein Overlord. Und da kommen Dinge von ihnen rüber. Ich brauche mal ein Bending Nest. Jo. Oh, die bauen schon Bendinge. Ja, das ist nämlich jetzt genau das Problem. Ja, gut. Oh ne, auf so einen Krieg lasse ich mich lieber nicht ein. Bau mal Roachborn, genau. Ja. Dachte ich mir. Dass das wahrscheinlich sinnvoll ist. Das ist auch tödlich. Link into Baneling was quasi. Ich glaube, wenn wir jetzt Banelinge mit Roaches spielen, brauchen wir ein zweites Gas. Ja, dachte ich. Ja, ich dachte mir schon, dass es Roaches und Gas oder mit einem Gas ein bisschen schwierig wird. So, Banelings Nest ist fertig. Ah, Rotverhund ist auch fertig. Affen sind keine vorhanden. Ah, doch, das sind ein paar. Nein, Supply Block. Oh, wie dumm. Wir brauchen mehr Mineralien. Wollen wir mal eingraben erforschen und die Banninge eingraben? Ja. Bin ja jemand Fan von Eingraben. Dann können wir nämlich unten die dritte Base unten nehmen. Können dann Banninge unten vergraben, falls angreifen, gehen wir vor hoch. Ja. So. Die ersten Roaches sind fertig. Nice. Ich schicke noch mal ein paar Linge, um zu gucken, was sie machen, ne? Mach das. Dann kannst du unten Echsen mal am besten. Ich muss erstmal oben aufdrohen. Würde ich jetzt vorschlagen. Aber ja, kann ich machen. Next ich mal eben. Okay, die haben Roaches, Linge und. Ja. Ja, geil. Also machen wir jetzt Mirror Game, wer mehr davon hat. Oder? Nun, ich würde jetzt Roach Hydra spielen irgendwie. Bauen noch mal eine Queen für Creep. Also das ist so klug gegen ZVZ Creep zu legen. Ja, schon, ja. Ah, fuck, jetzt hat das gerade gesehen. Ah, dass du dich eingebuddelt hast. Doch. Ja, lass ihn. Ah, fuck it. Du kannst sie auch platzen lassen, wenn die im Boden sind. Echt? Oh, okay. Ja. Ja, das weißt du. Nee. Das ist natürlich recht wichtig für die Strategie. Zu wissen. Ja, die Worte kommen nach. Okay, oben bleiben. Und Roaches pumpen ohne Ende. Ja, mal schon. Ja, ist genau. Die Queen. Jetzt fehlt es natürlich die Base unten. Das ist korrekt. Bauen wir eine Evo Chamber? Ach, hast du ja, mach ich gerade schon. Nice. Oh Gott, haben die viel.
Oh Gott. Aber Tekken kommt noch keiner immerhin. Schön. Da die ganzen. Boah. Oh, die haben viel zu viel. What the fuck? Ja. Da kam jetzt noch mal ein bisschen was nach, aber. Dass er jetzt noch rauskommt und alles baut wird. Nee, ist gegeben. Aber die haben noch erstaunlich viel von dir mitgenommen. Ja, ich hab die Einheiten immer eins gegen, also immer eine Fokus immer rausgenommen. Die hatten einfach viel zu viel durchgedrückt. MMR-Änderung plus 133. Wir? Fitte, ey. Achso. Bei denen jetzt. Die waren jetzt auch Platin 3. Aber die haben sehr gut gespielt. Ach komm, die waren mal Master One und Master im Team. Ja, in welchem Team ist die Frage? Ja, keine Ahnung. Aber die waren jetzt Diamond. Ne, Platin waren. Arkon steht hier bei mir, der eine war Diamond. Der eine war Platin. Im Archon. Ja. Ja. Ne, gar nicht, der war auch Diamant. Es geht aber Diamant, Platin 1 stand runter. Teammeister und 1 Dia ist natürlich, also 1 vs 1 Dia ist natürlich 4700 Spiel. Sag mal, wie sind wir jetzt eigentlich durch einen Lose von Rang 11 auf Rang 10 gekommen? Indem die anderen noch schlechter waren. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir haben ja jetzt verloren. Ja. Keine Ahnung. Strange. Ich habe auf meinem Profil jetzt 1600 Karriere-Spiele. Oh Gott. Nun. Nein. Ach Mann, oh. Was soll das? Warum sind das denn jetzt schon wieder die gleichen? Sollen wir mal tauschen? Soll ich mal Dings machen? Können wir. Ich glaube nicht, dass das zu was führt, aber können wir. Wobei ich jetzt fast vermute, dass die jetzt bestimmt das gleiche spielen. Möchtest du Linge haben dann oder hauptsächlich? Ja, ich nehme mal Linge. Okay. Ich würde jetzt schnell auf Linge gehen und dann gucken, ob ich deren Echo nicht crashen kann. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich so meine Hoffnung. Ja. Nach einer anderen Map. Hm. Die sind aber trotzdem oben weg, ne? Nee, das ist nicht die. Nee, stimmt. Ja. Oh, die haben. Oh, Alter, die haben schon eine Hedge. Hm, ich brauche eine. Wir haben auch eine. Ja, die haben noch keinen Pool, glaube ich. Ja gut, das ist auch jetzt nicht unbedingt möglich. Also du entweder Hedge oder Pool, ne? Also. Ja, also wir haben auf jeden Fall Hedge was gespielt. Ja, wir auch. Ja, top. Jetzt haben wir etwas smarter die Echse genommen. Tatsächlich. Kann ich jetzt eigentlich bei denen im Lager einen Spine bauen mit meiner Drohne? Klar. Nun. Eigentlich würde ich das gerne mal ausprobieren, wenn ich ehrlich bin, aber dafür brauchen wir erstmal einen Pool. Der ist jetzt gleich fertig. Aber es kostet wieder 100 Mineralien. Also. Ja, es ist halt so ein bisschen cheesy, ne? Aber die haben halt jetzt wahrscheinlich noch nichts. Jetzt bauen sie gerade Linge, glaube ich. Nein, tun sie nicht. Aber ich kann die ja nicht. Naja, ich kann die ja nur auf dem Dingens, auf dem Creep bauen. Kommt? Ja, okay, gut. Natürlich sehr gut, dass der Overlord da oben das jetzt sieht, dass wir Dinge haben. Unsere Streitkräfte. Hä? Achso. Ja, unser Overlord.
So. Simon mit den. Oh, und wir sind gleich supply blocked. Ja. Top. Hat nämlich den Overlord geklatscht. Weil der zu sehr, ein bisschen sehr aggressiv in der, im Lager stand. Ich würde mal sagen, bau vielleicht gleich mal ein Bannings Nest, wenn es da gelegen hat. Mhm. Ich glaube, das werden wir brauchen. Aha. Sie haben nämlich auch Länge. Nein, sie haben nämlich Bandlinge. Fuck. Nein. Ah. Naja. Lauf. Ja, ich habe die, die morphenden Bandlinge angegriffen. Aha. Jetzt ist Banding, jetzt ist Dinge bauen schon wieder voll nutzlos. Können wir eigentlich direkt aus auf Watches gehen. Okay. Weil, ja, weil jetzt ein Banding und die ganzen alle Dinge sind platt. Das bringt dir halt überhaupt nichts. Das ist jetzt echt. Wie schnell die immer auf Banding switchen. Ja, da, ja gut, ist halt die Verteidigung schlechthin, ne? Ja, natürlich. Oh, jo, alles klar. Warte. Also, worauf? Nee, alles gut. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Haben wir noch irgendwelche Dinge? Nein, okay. Wir brauchen mehr. Haben wir das auch geklärt? Nee, wir brauchen noch eine Queen jetzt, ne? Nicht. Ja, dann brauchen wir. So. Na, Bending, bleib wo du bist. Wir brauchen mehr Mineralien. Hm. Ja, macht das jetzt Sinn, damit anzugreifen? Hm. Ne, ich würde jetzt erstmal defensiv spielen, tatsächlich. Wir brauchen mehr Overlords. Nicht genügend Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. Vielleicht mal einen Bau nehmen, damit wir einfach mal auf Watch Hardware gehen können, vielleicht. Ein bisschen. Mhm. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Nicht genügend. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Overlord. Wir brauchen mehr. Okay, die haben auch eine Rote Armee, aber die haben weniger als wir. Oh. Fokus 2 Jahre, ne? Ich bin noch nicht schon. Das hilft aber nicht so wirklich. Ja, die Dinger machen halt üblen Flächendamage. Ja. Ja. Es war einfach jetzt too strong. Einfach. Ja. Aber wenn man auch immer wieder gegen die Leichen spielt. Ja gut, das wäre jetzt das zweite Mal. Das kann halt noch sein, ne? Ja, aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir dann zweimal in Folge gegen die Leichen spielen. Oder dreimal in Folge gegen die Leichen. Ja gut, dreimal ist halt schon echt nervig, aber... Ja. Zweimal geht halt noch. Weil die haben halt ihre Strategie. Ja, die sind ja einfach besser als wir. Die halt besser. Das ist halt einfach so, ja. Naja, gut. Na gut, aber das ist halt das Problem beim Archon-Modus, ne? Die Wahrscheinlichkeit,
dass man immer dieselben kriegt, ist halt relativ hoch. Ja, das ist ein bisschen unnötig. Boah, die hatten 260 RPM. Läuft bei denen. Wir hatten 120. Wir können natürlich auch 2v2 spielen. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Gegnervarianz rein. Ja, theoretisch ja. Aber nur theoretisch. Ach, nun. Terraner, ach, schön. Ach, mal jemand anders. Ha, 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 ha. Ja, das gefällt mir. Aber ich mag Eco mehr als Angriff. Also willst du lieber Makro spielen? Spielen, ja. Okay, ja. Ja gut. Ah, bei der Base, ne, was machen wir da nicht? Die Gold nehmen. Ach so. Gegen Terraner. Ja. Gegen ja. Terraner hier nicht die Gold nehmen. Ja. Gut, dann übernehmen sie. Ja. Ich bin gespannt, ob die auf die Bobs gehen. Hm. Was halt einfach hier auf der Karte ist, du musst halt gucken, wenn jemand die Gold nimmt, dann musst du den halt dafür auch bestrafen. Also ja. Wenn wir jetzt sehen, dass der Terraner halt Gold nimmt, dann müssen wir halt aggressiv spielen. Ich weiß gar nicht, ob das für den Terraner sich lohnt, ganz am Anfang hier hinzufliegen. Ja, der Weg ist nicht so lang, ne? Aber du verlierst halt viel Mining Time. Ja gut, aber es holst halt durch Goldmineralien, kann man das reinholen, ne? Ja, aber du hast halt dann erstmal in der Zwischenzeit einen ziemlichen Verlust an Mining Time einfach. Ja. Jetzt glaubst du? Ja, mach ich jetzt. Noch Dinge bauen, um. Ich glaube, das Problem ist, Scout, also mit dem Overlord Scouten ist halt immer eine ganz doofe Idee gegen Terraner. Ja. Dann stehen drei Marines da und schießen den armen Overlord ab. Korrekt. Bei den Queens mit von den Zergs schon immer so ein Ding. Bauen wir eine Second Base? Ja. Nehmen wir die obere, ne? Ja. Okay, die haben noch. Lul, jetzt haben sie gerade geliftet in die Sonne und die Drohne kann rein. Okay, zwei Gas. Oh, jetzt hat er jetzt echt die Hedge. Ach ja, komm. Okay, die haben noch keine Echse, zweimal Gas. Könnte sein, dass Reaper kommen. Ja, Fabrik. Nee, Banshee könnte auch sein. Na komm, Linge. Den BBF kriegt ihr doch noch kaputt. Nö. Und gleich schnell. Nein, die sind nicht gleich, ne? Ja, aber wenn 3, die einmal angreifen, haben sie halt 3,94 und 4,13. Ja, jetzt ist er weg. Ha, ja. Alles klar. Ja. Ich stelle den Overlord mal so an die andere Grenze der Goldbase. Ja, mach das. Damit wir von der anderen Seite sehen können, ob die Echsen oder nicht. Die haben, ach, die haben Kaserne mit Reaktor, ne? Mhm. Ja, komm, wenigstens. Warte. Oh, die haben Marines ohne Ende? Das heißt, ja. Ohne Ende. So. Ein paar schon. Sind welche vorhanden, ja? Ja. Nur wie gesagt, sobald wir sehen, dass da. Oh, Hellions. Hellions, wie sieht's aus mit Speed? Speed, braucht noch 20 Sekunden ungefähr. Ah, das ist schlecht. Alles korrekt. Bau mal. Na, fuck. Wir brauchen mehr alles. Mehr alles mit Scharf, ich weiß. Dritte Base wäre nicht schlecht. Was bringt uns denn die dritte Base, wenn wir keine Worker auf der zweiten haben? Ja, mehr Larven. Es geht ja nicht, ums Income, es geht um die Larven. Metamorphose abgeschlossen.
So, die Helden sind schon mal weg. Da kommen die nächsten. Null. Okay. Okay, ein paar Mehrlinge. Okay. Und Baum, ja, vielleicht Roaches. Ja, habe ich mir schon gedacht. Vielleicht mal zweites Gras nehmen, aber sonst. Aha. Scoutet jemand. Ja, ich weiß mal noch ein Wort. Den habe ich noch gerettet. Aha. Ja. Hab ich nicht gedacht. Was wir jetzt brauchen, sind Roaches. Jo. Wir sind auf dem Weg. Nicht genügend Energie. Und eine zweite Queen für Creep, ne? Ja, ich habe schon eine Queen, also ich habe schon einen Creep gesetzt gerade. Okay. Okay, dann jetzt nur Roaches. Ja. Verheerer. Mhm, okay. Verheerer sind verheert. Und der Spingas. Pass auf, wir haben ihn. Ja. Das ist einfach, ja, genau, Speed. Ja. Haben wir auch noch Speed. Hat das nicht auch Speed? Wir brauchen mehr Vespingas. Na? Die Banshee, aha. Ja, cool. Ja, aber das ist schon ein Sprungkrabbler. Aber dummerweise habe ich nicht überall welche. Unsere Drohnen-Mineralien-Welt erschöpft. Unsere Drohnen-Mineralien-Welt erschöpft. Unsere Drohnen werden angegriffen. Jetzt hat er eine Probe rausgenommen, oder verliert er gleich die Banshee? Mit unsere Drohnen werden angegriffen. Warum haben wir so viele untätige Drohnen? Sie warten gerade darauf, dass die Gasiere wird, dass der Gasier fertig wird. Okay, mach mal schnell auf Ultra-Deckung. Also wir bleiben jetzt bei Road Ravagern und dann... Okay.
Zeug, das die im Lager stehen. Ja. Gasmäßig sieht es gerade eher. Aber generell sieht es irgendwie nicht so gut aus, was Ressourcen angeht. So. Oh, Schwarmstock braucht Ressourcen. Ja. Schön. Mineralienfeld erschöpft. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Serious. Und jetzt der Hellion, der den Kriecher angreift. Aber er überlebt das. Null. Nope. So, das war knapp. Die Lebenspunkte. Mhm. Boah, echt 100 Jahre, bis er fertig ist. Nicht genügend Energie. Wir brauchen mehr Overlords. Okay, wir müssen jetzt gleich richtig eine Army rauspumpen. Ja. Scheiße, da kommt nämlich die Army zu unserer dritten. Nein! Barbecue! One for your life! Okay, er hat nicht so viel Schaden gemacht wie gedacht. Okay, gut. Hast du Damage getaggt? Nein. Ratzer, ihr wird schon was. So, Ultrahöhle. Okay, hat die Basis hier oben gescannt. Er scannt alles. Wir brauchen jetzt dringend Armee, sonst haben wir den RIP. Alles klar, da ist gerade irgendeine. Okay. Hat irgendeine Bombe reingeflogen. Panzerung dieser Einheit ist verringert. Was sind das wieder für lustige neue LOTV-Einheiten, die ich nicht kenne? Keine Ahnung, das kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, das war. Oder war das ein Raven? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, die Raven haben eine neue Fähigkeit. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Ultras. Ja, ich bin am Ultras bauen. Echt? Nice. Ja, ja. Ich hätte auch gerne mehr Mineralien für mehr Ultras, aber die haben wir gerade nicht. Da kommt nämlich der Push. Jetzt mit den Hellions gegen die Armee vorzugehen, ist jetzt nicht so klug. Ich denke auch schon mal die plus 3 von. Was ist da los? Haha, lol! Aber wir wissen halt so gar nicht, was die haben, ne? Hellions haben die. Der eine Hellion wurde gerade von dem. Der hat die Basis angegriffen und dann kam dann Brutlord raus. Ultralord. Nein, Ultralist, meinte ich. Ein Ultralord, ja. Ein Ultralord. Wer kennt ihn nicht? Der sogenannte Ultralord. Mach nochmal Damage Upgrade, so, ne? Ja, ich bin schon dabei. Nice. Check schon. Hoffen wir, dass ich gleich auf den Nahkampf auch das noch mitnehme. Metamorphose abgeschlossen. Die Panzerung für die Ultras haben wir schon mal. Das kennt die Armee. Er baut irgendwie auch nur Hellions. Mineralienfeld erschöpft. Ja.
Okay, nochmal einen mit den Roaches fertig geworden. Da tut sich was. Wir brauchen unsere Drohnen, werden Metamorphose abgeschlossen. Die Liberator sind auch noch ein bisschen nervig, oder? Nice. Ja. Ach, okay. Nee, musst du schon aus dem Kreis raus. Der ist kein Kreis. Jetzt schon gar nicht so wenig Armee gerade, ne? Also sollte ich vielleicht mal ein Overseer dazu packen. Ist da oben jetzt schon wieder los? Boah. Come on. Was zum... Hä? Da oben passiert doch gar nichts mehr. Warum... Pink das da rum. Mensch. Ja, alles klar. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Na, die Ärmel sind nicht so viel, ne? Alter. Und los. What the fuck? Ist okay. Das hat sich knusprig angehört. Bau mal einen Lurker denn. Okay, wir sind glaube ich RIP. Okay. Komm, wir haben irgendwie 6 Ultras oder so. Was ist da los? Boah, ich denke, kommt jetzt aber auch an. Ja, komm. Nee, kannst du knicken. Alter. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir haben super schlecht gespielt. Ja, haben wir auch. Also, oh Gott. So, das war's für diese Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.